Also die Talbachschenke, wo sie sich jetzt befindet, das sind uralte Gemäuer, ich sage mal mittelalterliche Gemäuer. Der älteste Raum in der Talbachschenke ist 600 Jahre alt. Es waren früher Räume, um die Pferde dort zu bestallen. Also es sind insgesamt drei Räume, in die die Talbachschenke aufgeteilt ist. Dann hat es gegeben noch einen Keller, wo Lebensmittel gelagert worden sind, also damals hauptsächlich Rüben und Erdäpfeln. Und in diese Gemäuer rein hat der Zebach Hansi eben vor nunmehr 35 Jahren die Talbachschenke reingebaut. Was natürlich für die Gäste auch immer recht interessant ist und was sie sich auch ganz gerne anschauen, ist unser Kraftwerk, das wir hier haben. Wir produzieren aus Wasser Strom und das nunmehr seit, jetzt muss ich ganz kurz rechnen, 116 Jahren. Das Kraftwerk ist 1895 von meinem Urgroßvater Ferdinand Kofler, das steht am Familienwappen, sieht man das, Kofler Seebacher. Vor nunmehr 116 Jahren gebaut worden. Wir waren das erste Kraftwerk in der Obersteiermark. Wir haben sogar vor Graz Strom gehabt. Und das ganze Anwesen wird nach wie vor über dieses Kraftwerk betrieben, also beziehungsweise mit Strom versorgt. Thomas, du bist einer der Rafting-Guides der Talbachschenke. Wie stelle ich mir so ein Rafting vor? Wie geht das? Also man meldet sich an übers Internet, über das Telefon bei der Talbachschenke. Dann trifft man sich da vor Ort in Schladming. Direkt bei der Brauerei braucht man nur herfahren. Dann wird man empfangen von unseren Rafting-Guides. Und dann bekommt man einmal die Einschulung, wie das Ganze abläuft. Dann bekommt man seine Bekleidung, Schuhe, Helm, Schwimmweste und natürlich den Anzug gegen den Kälteschutz. Im Sommer bietet sich natürlich super an, wenn ein heißer Tag ist und man eine Raftingtour hinter sich hat, dass man an einem hauseigenen Badeteich sich hinlegt und eine Runde schwimmen geht. Ist sehr erfrischendes Wasser, weil es vom Talbach kommt, aber bei den heißen Stunden ist es sicher super. Wenn es dann zu kalt ist, im Winter zum Beispiel, haben wir in den Häusern Sauna eingebaut, natürlich auch Internetanschluss, Fernsehen, Kabelfernsehen, es gibt eine gemütliche Couch, wo man sich ausruhen kann, es gibt die Küchen, wo man kochen kann, es gibt pro Chalet gibt es drei große Schlafzimmer. Man kann natürlich auch dazu zum Raften buchen, wenn man eine größere Gruppe ist oder auch eine kleinere Gruppe, dass man im Nachhinein sagt, wir würden gerne grillen oder gerne Essen eben haben, dann ist es auch möglich hier im Gastgarten. Im Winter kann man auf der Eisstockbahn eine nette Eisstockpartie machen und dann auch später reinkommen zum Essen. Es gibt Essen am heißen Stein, für das wir sehr bekannt sind. Es gibt das Backhändl-Essen, wir haben sehr gutes Backhändl bei uns. Und natürlich die Fleischspezialitäten sind super. Der Hansi achtet sehr darauf, dass die Fleischqualität immer stimmt und immer gut ist. Und dahingehend wird der Kunde bestens bedient.